Hier ist einfach alles voll mit gekrachten Bäumen. Der ganze Wald hier ist tot. Hallo und herzlich willkommen natürlich draußen. Ich bin heute mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Und dadurch, dass das Wetter nicht ganz so toll ist, bin ich heute auf dem inneren Grünen Ring in Leipzig unterwegs. Das heißt, zur Not kann ich auch abbrechen. Der innere Grüne Ring hat eine Strecke von ungefähr 70 Kilometern und führt einmal im Kreis um Leipzig drumherum. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Strecke so ist, dann kommt mit. Ich wohne jetzt schon so lange in Leipzig, bin den Radweg aber noch nie gefahren. Aber hier vorne, da fließt die Parthe entlang. Den Weg bin ich schon gelaufen. Klickt mal oben in die Videobeschreibung, in die Infobox. Ich beginne meine Tour auf dem inneren Grünen Ring auf der Torgauer Straße im Nordosten von Leipzig. Von dort aus geht es weiter Richtung Norden über die Leipziger Messe durch den Stadtteil Thekla und Mokau Nord. Die Leipziger Messe habe ich jetzt hinter mir gelassen. Und was soll ich sagen? Ich habe eigentlich keine Ahnung, wo ich hier bin. Irgendwo im Norden, in einem Wohngebiet. Also laut dem GPS-Track bin ich hier richtig, auf einem Single-Trail. Okay. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an... Habe ich schon erwähnt, dass es den inneren Grünen Ring eigentlich gar nicht mehr gibt? Man findet zwar noch die GPS-Tracks im Internet, aber die Beschilderung gibt es nicht mehr. Die wurde vor ein paar Jahren abgebaut und es wird auch keine Werbung mehr oder irgendwas für den inneren Grünen Ring gemacht. Also ganz offiziell ist der Radweg nicht mehr existent und deswegen kann ich es auch verzeihen, dass hier solche Abschnitte dabei sind. Und hier haben wir doch noch ein Schild. Ab und zu hat man wohl vergessen, mal eins abzunehmen. Das hier drüben ist Leipzig-Lindenthal. Ich bin immer noch im hohen Norden. Schaut mal hier drüben. Das ist der Tannenwald. Der Wald, wo keine Tannen stehen. Aber auch ein Teil des Rund-um-Leipzig-Wanderwegs. Ich weiß gar nicht mehr, welche Etappe. Aber ich verlinke euch das mal in der Infobox. Hier ist einfach alles voll mit gekrachten Bäumen. Der ganze Wald hier ist tot. Auch wenn der Wald Tannenwald heißt, ist es eigentlich ein Laubmischwald. Und nein, der Wald war nicht komplett tot, aber es standen doch sehr viele tote Bäume herum. Woran das aber genau liegt, das konnte ich leider nicht herausfinden. Vielleicht sind die Bäume einfach nur alt. So langsam kommt auch die Sonne raus mit dem Hochnebel hier. Hätte ich nicht gedacht, dass es heute noch passiert. Ist auch eigentlich gar nicht angesagt. So langsam bewege ich mich Richtung Westen von Leipzig. Ich komme durch Lütschena und Burghausen durch. Das hier ist die Kirche von Lütschena. Und wer sich in Leipzig etwas auskennt, der weiß, dass wir hier die Weiße Elster und die Neue Luppe überqueren. So, ich habe jetzt 26 Kilometer hinter mir, verbleiben noch 47, natürlich mit Anfahrt von meinem Zuhause aus. So, ich bin jetzt in Miltitz
Eigentlich bin ich schon wieder dabei, Milchitz zu verlassen. Gibt halt auch nicht besonders viel, wenn man nur durch Straßen fährt. Als nächstes werde ich wohl nach Grünau kommen und damit auch zum Tulpitzer See. Mal gucken, ob ich da dran auch vorbeikomme. Tatsächlich. War ja auch Quatsch gewesen, nicht hier lang zu fahren. Der Kulpitzer See. Das war er schon wieder, der Kulpitzer See. Trotzdem einer der schönsten und naturbelassensten Seen in Leipzig. Wie ich finde zumindest. Ich bin jetzt im Ort Rehbach. Leider musste ich die Mikros ausmachen. Die Batterien waren leer. Ich hoffe, man hört mich. Elster Flugbett. Kommt man zum Kaspudener See. Wie ihr an den Aufnahmen sehen könnt, ist der Kaspudener See nicht umsonst der beliebteste Badesee unter den Leipzigern. Im Sommer ist es hier richtig voll. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Temperaturen haben nochmal angezogen. Es ist echt kalt. Ich habe kalte Füße, aber das Ding ziehe ich jetzt trotzdem durch. Noch 23 Kilometer. Der innere grüne Ring in Leipzig führt im Süden durch Markkleeberg und Markkleeberg Ost und auch durch Wachau. Wir sind gerade in Wachau, wer den Kanal kennt, der weiß, was hier ist, nämlich die Kirchenruine. Ich war schon mal in der Kirchenruine Wachau. Also wenn ihr das Video noch nicht kennt, klickt mal auf das i, da verlinke ich euch das nochmal. So, ich habe gerade über 12 jetzt verlassen. 12,9 Kilometer. Holzhausen. River's gonna cry when you are. River's gonna cry when you are. River's gonna cry when you're gone. Wow. Was für eine Aussicht auf die letzten Meter. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way.
Ich glaube, sehr viel passiert hier. Ja. Zeit, das Video zu beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt doch mal hier. Da zeige ich euch den Rundum-Leipzig-Wanderweg, eine ganze Playlist mit neuen Videos. Und hier unten könnt ihr noch ein anderes Radvideo sehen. Und wir sehen uns natürlich draußen.